Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zur nächsten Episode der legendären Kriegsmammut-Kampagne, in dem auch endlich Melik der Lüsterne über einen Riesenmammut verfügt. Und darüber sind wir sehr glücklich. In der letzten Episode haben wir einige Vampirfürsten niedergemacht und wir haben festgestellt, dass irgendwie Mods aktiviert sind. Und zwar, ich habe das Gefühl, erst seit der letzten Episode. Ich glaube, ich habe aus irgendeinem Grund mit Mods, nachdem ich mit der Community gespielt habe, auch die Kampagne gestartet. Und das hat irgendwie die ganze Kampagne zerrissen, denn ich kann sie nämlich noch nicht mehr normal starten, sondern sie stürzt immer ab, wenn ich versuche, es normal zu starten, ohne dass die ganzen Mods aktiviert sind von Ascopa. Deswegen sind die jetzt drin. Was mich sehr überrascht. Aber okay. Ist jetzt nichts zu machen. Was jetzt zu machen ist, erstmal diese Bretonen platt machen. Die zum Glück nicht entkommen. So, das sieht soweit ganz gut aus. Rüstungsdurchdringender Schaden plus 10. Jetzt geben wir noch ein paar unserer normalen Barbaren-Champions. Erhöhte Führerschaft, wer kann das gebrauchen? Boah, die Barbaren-Berserker haben eh schon so hohe Führerschaft. Vielleicht die Fimi-Krieger. Und mehr Geschwindigkeit für Trock. Okay. Passt. Und unser Gegner ist... Was? Diese müssen doch eigentlich erschöpft sein, nachdem sie geplündert haben. Aber sie haben sich wohl zurückgezogen, deswegen ist die Erschöpfung weg. Und die Regeln für den Spieler gelten eh nicht. Für die KI habe ich das Gefühl. Naja. Egal. Ich bin übrigens bereits im Urlaub und jetzt in London gewesen und wieder zurück und muss sagen... Oh, London. Jetzt bin ich froh, dass ich nicht mehr da bin. Katastrophe. Katastrophe. Ich habe übrigens Desktop Capture bei meiner GeForce Experience eingeschaltet, damit mit dem Versuch oder der Hoffnung, dass damit die... Dass damit diese Aufnahmelücken nicht mehr auftreten. Aber ob das funktioniert, sei mal dahingestellt. So. Packen wir mal unsere Frontlinie nach vorne. Unsere Barbaren-Speerträger sind unser Schutz. Beziehungsweise auch unsere Fimi-Krieger mit 200 Waffen sind mehr als ausreichend, um gegen gegnerische Kavallerie zu bestehen. Dann sollte es vielleicht irgendwo hier nach hinten. So, Throck kann irgendwo da nach vorne. Und was machen wir mit den Hündchen? Was machen wir mit den Hündchen? Ich kann sie ja nicht mal in Vorrotstellung aufstellen. Dann packen wir sie hier in den Wald. Okay. Dann mal los. 30% Rettungszauber für Throck. Ausgezeichnet. Der hält sich. Ich hätte meine Amia hier weiter im Wald aufstellen sollen. Das wäre klüger gewesen. Sie haben hier eine fliegende Jolene d'Aquitaine. Oh. Gesegnetes Feldtrebuchet. Zum Glück hat Throck auch noch 15% Geschossresistenz. Und Regeneration. Und magische Angriffe. Aber ich weiß nicht, ob er das trotzdem alleine so richtig hinkriegt. Alleine wird es wahrscheinlich trotzdem schwierig. Okay, Zeit anzugreifen. Wow. Langsam, aber sicher machen die uns wirklich Ärger. Zum Glück haben die viel mehr Krieger auf magische Angriffe. Und kommen daher auch sehr gut. Ja, mit so ziemlich allem zurecht. They will succumb!
So, die ersten sind schon mal platt. So weit, so gut. Throck lebt noch. Oh mal hier diese Aktion hier. Ich hoffe. Gar nicht übel. Ordentlich Schaden gemacht. Das gefällt mir. Ihr könnt hier weiterlaufen. Oh. Unsere Hunde können anfangen, hier hinten rumzugehen. Und anschließend das Ding hier auseinander zu zerlegen. Leider keine Zauberer dabei in der Armee. Das ist ein bisschen schade. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das auch so hinkriegen. So, das sieht soweit ganz gut aus. Unsere Hündchen sind auch bereit. Fimi-Krieger schmettern die Bogenschützen kaputt. Und das war's. Mit den Bretonen. Oh. Da ist noch gegnerische Generalin. Ach. Beschützer von Mor Kackfutz. Hört auf uns zu beschießen. Das wollen wir nicht. Das ist unglaublich ärgerlich und nervig. Ah, die Briten Freibauern Bogenschützen werden entkommen. Kriegen wir nie mehr. Leider. Gegnerische General ist tot. Das ist gut. Noch mehr berittene Bogenschützen, die kriegen wir auch nicht. Naja, schauen wir, dass wir so viele von ihnen erwischen wie möglich. Kommen die nicht mehr zurück. Schnappen uns noch die. Und vor allem die Bauern Bogenschützen. Die will ich nicht. Aber was ist das? Ach, zwei einzelne Bauern Bogenschützen. Sah fast aus wie eine Heldeneinheit, aber da waren ja keine dabei, außer der Zauberer. Ja, die Zauberin. Und der grüne Ritter. Der auch gestorben ist. So. Ich hoffe, es gibt jetzt keine Ladetonprobleme. So lobe ich mir meine Verluste. Ich habe in letzter Zeit, was mit letzter Zeit meine ich, ich habe heute ziemlich viel Gruftkönige im Multiplayer gespielt. Und neue Gruftkönige-Armee ausprobiert. Aber ich muss sagen, gerade gegen Vampirfürsten, wenn man nicht Monster schießt, hat man echt Probleme. So, seid ihr tot? Nee. Die KI kann ja auch immer entkommen, egal was passiert. Und wir kommen nicht hin. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Jetzt müssen wir denen auch nochmal für alle Ewigkeiten hinterherlaufen. Wahrscheinlich. Nun ja. Was gibt es noch? Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren. London hat mir den Kopf verdreht. Oh, hier ist Wolfried. Das Chaos. Das wollten wir kaputt machen. Unter Mentasch, dem Spackbraten. Ist gerade in Garnisonstellung. Endlich läuft er nicht mehr weiter. Oh nein. Oh, ein Glück, ich komme noch hin. Ich muss hier unbedingt alle vernichten. Niemand darf entkommen. Sonst läuft diese... Halt, Moment, die Armee läuft nicht mal weg. Sie ist doch schon mal weggelaufen. Ich glaube, dann mache ich es lieber automatisch. Gut. Gut. Schönes Geld. Und damit
ist das Chaos vernichtet worden. Was für Schwächlinge. Ich frage mich, wie die sich vorstellen, dass sie mit dieser lächerlichen Armee das Imperium unterwerfen wollen. Das hat ja überhaupt gar keinen... überhaupt gar keinen Sinn. Sager. Okay, und in der Zwischenzeit können wir mal diese Schätze heben, weil... warum eigentlich nicht? Holen wir uns das Throck. Kann leider gerade nicht weitermachen. Jetzt kommt nur noch Melek der Lüsterne. Und die Frage ist, was machen wir mit Melek? Gehen wir auf Ermordungstour? Hier ist eh nur ein schwacher Nekromant dabei. Und ein wehrloser Strigoi. Die Frage ist nur, wenn dann das Imperium kommt, machen die mich platt. Puh, und leider zurück kann ich auch nicht. Die schlottende Gebeinstadt gehört jetzt. Nee. Ist zu riskant, diese ganzen Ingenieur-Meister-Schützen aus Ascopas-Mod schießen meine Generäle. Völlig problemlos, wir müssen abhauen. Keine Chance. Wir müssen abhauen. Und in der Zwischenzeit können wir eigentlich ein Lager der Base anlegen und so wieder bevölkern. Und diesmal so machen. Chaos ist aktuell am Leben. Ich dachte, ich hätte es vernichtet. Komisch. Nun gut, gehen wir den nächsten Zug. Wir haben alles gemacht. Todesschlacht. So, wie sieht's aus? Das Imperium hat die Vampirfürsten platt gemacht. Fast. Schloss Drakenhof steht noch, aber sicherlich nicht mehr lange. Ja, übrigens, vielen Dank für die Kommentare in den Videos davor. Freut mich, dass ihr so nett abstimmt und schreibt, welche Fraktion ihr gerne sehen möchtet. Persönlich tendiere momentan ein bisschen zu den Bretonen. Auch wenn die sie noch keiner so richtig gewünscht hat. Oh. Hochland hat nur noch eine Stadt, das heißt, sie wollen Frieden. Was? Achso. Leider decken sich unsere Interessen nicht mehr mit den euren. Und diese Interessen sind... was genau? Dass ihr nicht sterben wollt. Ja, das ist ganz schön doof, dass ihr nicht sterben. Ihr wollt nicht sterben. Und wir wollen euch vernichten. Das ist wahrscheinlich das, was euch gerade die Probleme bereitet. Aber keine Sorge, ihr dürft alle noch abstimmen. So, ich hoffe, das war jetzt nicht abgehakt. Keine Sorge, ihr dürft noch abstimmen, was für eine Kampagne gespielt werden soll als nächste. Okay, was machen wir hier? Wir können die Skaven platt machen. Oh, das ist gar nicht mal übel, diese Armee. Wow. Dreimal Höllengrubenboden, Seuchenschleuder, alles möglich dabei. Wir sollten uns mal regenerieren. Ist gar nicht übel. Wie viel wir uns da regenerieren. Oder ich gehe zurück. Ach, schlossene Gebeinstadt gehört jetzt in Skaven. Mögen sie mich immer noch?
Absolutely not. Kein Schutzbündnis. Sehr schade. Zwerge finden mich jetzt auch nicht mehr ganz so gut wie früher. Okay, wir plündern mal eine Runde. Wulfric holt sich den Schatz. On the move. Embarking. My challenge. Willkommen. Undeniable. Boah, 3000 Gold. Das bringt uns ja. Oh Gott. Ja, und das war das Ende dieser Episode. Wir sehen uns beim nächsten Mal und hoffen, es ist nicht zu viel verloren gegangen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.